Die Dynamik der globalen Märkte ist ungebrochen. Um schnell und flexibel reagieren zu können, fokussiert das Management von Unternehmen zunehmend auf die Optimierung von organisatorischen Strukturen, Geschäftsprozessen und die Konsolidierung zugrunde liegender IT-Landschaften. Die zunehmende Abhängigkeit der Geschäftsprozesse von IT-Systemen wird das Zusammenspiel zwischen Fachbereichen und IT weiter verändern. Mit unserer Business Process Management Studie 2012 wollen wir einen Beitrag zur Transparenz leisten. Wir betrachten aktuelle Markttrends, den Status der Einführung und Umsetzung von Business Process Management sowie eingesetzte Strategien und erste Ergebnisse. Mehr als die Hälfte der Unternehmen wählt einen nachhaltigen Ansatz bei der Optimierung von Geschäftsprozessen. Nachhaltig bedeutet in diesem Zusammenhang, dass kontinuierlich Aktivitäten zur ganzheitlichen Optimierung von Prozessen durchgeführt werden. 98% der befragten Unternehmen erwarten, dass nachhaltiges BPM in Zukunft wichtig oder sehr wichtig sein wird. Allerdings sagen auch 3/4 der beteiligten Unternehmen, dass der aktuelle Umsetzungsstand von Business Process Management in ihrem Unternehmen gering oder sogar sehr gering ist. Befragt nach den wesentlichen Elementen von BPM sind klare Rollen, Top-Management-Unterstützung und ein eindeutiges Mandat die am häufigsten genannten Antworten. Überrascht hat uns dabei, dass weniger als 1/3 der Unternehmen eine Business Process Management Strategie entwickelt haben, die Vision, Mission und strategische Ziele enthält. Dabei leisten gerade diese Elemente einen wichtigen Beitrag für das ganzheitliche BPM-Verständnis im Unternehmen und unterstützen das erforderliche Kommunikations- und Veränderungsmanagement. Auch bei der organisatorischen Verankerung von BPM im Unternehmen und der Entwicklung eines dazu passenden Rollenkonzeptes gibt es erheblichen Nachholbedarf. Weniger als die Hälfte der befragten Unternehmen sind mit der aktuellen organisatorischen Verankerung von BPM in ihrem Unternehmen zufrieden. Zufriedene Unternehmen wählen überwiegend eine zentrale BPM-Einheit zur Koordinierung von BPM-Aktivitäten, zusätzlich oftmals verknüpft mit dezentralen Funktionen. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den gewählten Rollenkonzepten, das 95% für die erfolgreiche Einführung von nachhaltigen BPM als wichtig erachten. Dabei stellen wir fest, dass die Funktion des Chief Process Officers noch keine große Rolle spielt. Zufriedene Unternehmen etablieren einen Mix aus koordinierend beratenden und operativ verantwortlichen Rollen. Nachweisbarer, das heißt messbarer Nutzen wird laut befragter Unternehmen durch die Verkürzung von Prozesslaufzeiten, die Einsparung von Prozesskosten und durch die Verringerung von Fehlerquoten erreicht. Allerdings wird Prozess-Performance-Messung erst punktuell betrieben. Für eine ganzheitliche Betrachtung ist der Aufbau eines Systems von Prozess- und Steuerungsindikatoren erforderlich. Dies muss durch die Process Community geleistet werden, die sich bei den meisten Unternehmen noch im Aufbau befindet. Auf der anderen Seite ist der qualitative, das heißt der nicht oder nur schwer messbare Nutzen durch BPM nicht zu unterschätzen. Mehr als 2/3 der Unternehmen bestätigen eine höhere Transparenz und Zuverlässigkeit bei der Prozessabwicklung. Nahezu 2/3 sagen, dass BPM sich positiv auf die Abstimmung zwischen Fachbereichen und IT auswirkt. Außerdem steigt das Rollen- und Aufgabenverständnis für die Prozessabläufe sowie für das Geschäftsmodell insgesamt. Das Bewusstsein für die Vorteile von BPM ist vorhanden. Die Bedeutung von nachhaltigem Business Process Management wird weiter zunehmen. Methodisch überwiegt ein kontinuierliches Vorgehen, das eine nachhaltige Verankerung in der Organisation und ein klares Rollenverständnis erfordert. Der Umsetzungsgrad von Business Process Management ist jedoch noch relativ gering. Bei der Ausgestaltung einer BPM-Strategie gibt es sichtbaren Nachholbedarf.